Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe und Webshop-Besitzer, Athletik-Sports-Food und natürlich Ladengeschäftsbesitzer. Und somit teste ich momentan Trockenfleisch, gibt es schon länger auf dem Markt, habe schon länger ins Auge gefasst, aber mich noch nie richtig damit befasst. Jetzt war ich auf der FIBO damit konfrontiert und habe mir mal zwei rausgepickt. Das ist einmal das Conover Jerky und einmal das Indian Jerky. Indian Jerky habe ich momentan nicht da, kommt erst noch im Laufe der Woche. Und da werde ich die beiden testen und vergleichen. Grundsätzlich habe ich sie schon auf der FIBO getestet und verglichen. Klar, eindeutig für die Schleckermäuler und für die Geschmacksnerven, die etwas verwöhnt sind, Nutella verwöhnt, was auch immer, ist natürlich das der etwas bessere Geschmack, aber liegt natürlich auch daran, weil die natürlich einen Anteil an Kohlenhydrate haben. Und zwar haben wir hier auf 100 Gramm haben wir 14,5 Gramm Kohlenhydrate und Fett haben wir 5 Gramm. Bei den Indian Jerky ist der Kohlenhydratanteil unter einem Gramm und der Fettanteil unter einem Gramm. Und somit natürlich eine ganz andere Liga bzw. für eine ganz andere Stoffwechselgruppe. Ich teste beide, habe auf der FIBO schon angetestet, klar, hier geschmackstechnisch vorne dran, aber für mich, ich habe deindustrialisierte Geschmacksnerven und somit natürlich vom Geschmack her kamen mir die anderen angenehmer vor, weil sie eben natürlich geschmeckt haben. Aber ich darf nicht nur nach mir gehen, es gibt natürlich auch andere, die etwas anders strukturierte Geschmacksnerven haben. Auch für die haben wir was, beziehungsweise es gibt auch unterschiedliche Stoffwechselgruppen, unterschiedliche Trainingsziele. Und ich finde die Thematik Trockenfleisch echt recht interessant. Trockenfleisch gab es schon vor einigen tausend von Jahren. Unsere Vorfahren wussten, warum. Leckere Zwischenmahlzeit zum Mitnehmen verdirbt eben nicht sehr schnell. Und somit habe ich für zwischendurch eine hochwertige Mahlzeit, eine hochwertige Zwischenmahlzeit, die dem Sport bzw. dem Vorhaben recht nahe liegt. Und somit eine etwas artgerechtere Zwischenmahlzeit als so manche Riegel und so mancher Snack zwischendurch. Ich werde es testen, werde euch berichten, den Unterschied zwischen beiden, wobei natürlich schon ein Stück weit klar ist, es gibt von beiden Huhn, dann Pute und Rind und natürlich auch Schwein. Schwein für mich eher uninteressant, die anderen drei verschiedenen Fleischsorten auf jeden Fall interessant, von beiden verschiedenen, inklusive unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, aber eben die Indian Jerk, die sind mit sehr wenig Fett, unter einem Gramm und unter einem Gramm Kohlenhydrate und da gibt es auch salzarme Varianten. Somit werde ich es vergleichen und werde euch Bescheid geben. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehen beide Hersteller bei mir an den Start, ans Programm und wir werden diese auch bei mir im Webshop erhältlich sein, genauso wie im Ladengeschäft. Dass das Zeug etwas teurer ist, wie ein Riegel, ein Zuckerriegel oder sonst irgendwas, ist normal, es handelt sich hier um Fleisch und dieses Fleisch muss natürlich auch getrocknet werden und dieses Trocknungsverfahren ist natürlich auch mit Zeit verbunden, mit Lagerzeit verbunden und somit ist das natürlich keine 20 Cent Zwischenmahlzeit. Macht aber nichts, wem sein Körper was wert ist, der gibt auch gerne was dafür aus. Oh, Brille brauche ich nicht mehr, sondern deine Fitness, deine Zwischenmahlzeit, meine Aufgabe.